weiß nicht mehr, wo er seine Flüchtlinge unterbringen soll und geht sich vor das Kanzleramt. Sie bewerten sie diese Aktion. Ich kenne die Hintergründe noch nicht genau. Es ist natürlich irgendwie ein Akt der Verzweiflung, muss man sagen, wenn man selbst vor Ort nicht mehr weiter weiß und nicht mehr selber dafür sorgen kann, dass Flüchtlinge ordentlich untergebracht werden. Das zeugt auch in gewisser Weise etwas von chaotischen Zuständen, die es auch in Bayern geben muss. Da ist natürlich auch die bayerische Landesregierung gefordert. Ich glaube nicht, dass die Bundeskanzlerin oder das Bundeskanzleramt die Unterbringung einzelner Flüchtlinge wird organisieren können. Da sind einfach bestimmte Hausaufgaben nicht gemacht. Und möglicherweise will man auch auf diese Probleme aufmerksam machen, ob das der richtige Weg ist. Auch was die Flüchtlinge selbst angeht, da habe ich schon meine Zweifel, das muss ich ganz klar sagen. Der Landrat sagt, die Bundespolitik muss endlich handeln, damit der Zustrom schwächer wird, weil sonst gibt es eine Katastrophe. Ja, die Bundespolitik muss natürlich handeln. Sie hat die Verantwortung, die Kommunen nicht im Stich zu lassen, auch die Landkreise nicht. Und ich selber bin an einem Kreistag in der Sächsischen Schweiz und weiß, wie schwierig es ist, wenn Turnhallen genutzt werden müssen und so weiter. Da muss auch die Bundesregierung die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Sie kann nicht den Kommunen Aufgaben übertragen, die Flüchtlinge zuweisen. Und die Kosten, die dann dadurch entstehen, werden nicht getragen. Wir haben das hier in Berlin gehört mit Turnhallen, die jetzt genutzt werden, die dann hinterher komplett renovierungsbedürftig sind. Für diese Kosten muss jemand aufkommen und das kann nach Lage der Dinge nur der Bund sein. Und von daher ist es richtig, an die Bundesregierung zu appellieren. Ob man deshalb Flüchtlinge auf das Kanzleramt bringen muss, ist eine andere Frage. Letzte Frage, muss der Bund nicht auch für eine Verringerung des Zustroms sorgen? Es gibt keine Obergrenze für Flüchtlinge, die in Not sind und die vor Krieg fliehen. Wir haben ein Grundgesetz, da ist das Recht auf Asyl geregelt. Richtig ist, dass man jetzt dafür sorgen muss, dass eine europäische Lösung gefunden wird und dass die europäischen Nachbarländer ihrer Verantwortung auch gerecht werden. Sie müssen Flüchtlinge auch beherbergen und unterbringen. Das ist nicht allein eine Aufgabe der Bundesrepublik. Aber da, wo wir helfen können, müssen wir es tun. Aber da müssen die Rahmenbedingungen auch stimmen und da hat schon die Bundesregierung ein hohes Maß an Verantwortung. Die werden in der Zukunft selber in 20 Jahren auf der Flucht sein. Selbst Donald Trump hält die Frau für insane, für verrückt. Merkel muss weg. Frau Merkel, es ist Zeit zurückzutreten. Ersparen Sie diesem Land weiteres Zerreißen von Freundschaften, von Familien und unserer Gesellschaft. Ersparen Sie diesem Land ein blutiges Ende unserer Politik. Wir sind Berliner, wir gehören zu keiner Organisation, zu keiner Partei. Aber aus der Mitte der Gesellschaft kommt, denke ich, ist es Zeit, Stopp zu sagen als Bürger dieses Landes. Kein Mensch in Deutschland, denke ich, im Übrigen aus dem, was ich überblicken kann, auch bei den GIDAS oder bei der AfD mit Sicherheit nicht, hat etwas dagegen, Menschen in Not zu helfen. Menschen in Not aus Bürgerkriegsgebieten sind willkommen in Deutschland. Aber Sozialmigration kann nicht willkommen sein, weil dieses Land schlichtweg gar keinen Plan hat, wie es damit umgehen soll. Das zeigt ja die Aktion dieses sehr klugen Landrates aus Landshut, der hoffentlich damit auch nicht alleine stehen wird. Wir hoffen als Widerstand aus der Mitte der Gesellschaft, dass viele, viele Städte und Gemeinden diesem Beispiel folgen. Wer bestellt, soll auch zahlen, soll Frau Merkel, bevor sie dieses Land final ins Unglück stürzt, sich der Schicksale annehmen, die sie zu verantworten hat. Gibst du mir nochmal? Ein Punkt noch. Wir sind keine Rechten, wir sind auch keine Nazis. Wir sind Väter von kleinen Kindern. Ich selber habe drei kleine Kinder und habe einfach Angst vor dem sich hier in diesem Land ausbreitenden Islam und den vielen Moslems. Das gilt sicher nicht für alle. Aber ich weiß aus eigener Familie, dass rund 30-40% uns Christen und Juden hassen.
Und in 20 Jahren werden wir selber unsere Kinder auf der Flucht sein. Und davor habe ich Angst. Und das hat auch nichts mit rechts oder links zu tun. Das ist alles Quatsch. Wir sind ganz normale Bürger, aber haben kleine Kinder. Und ich habe keine Lust, dass meine Kinder in 20 Jahren auf der Flucht sind, weil viele Moslems, nicht alle, aber viele einfach Christen und Juden hassen. Und das kann nicht sein. Danke. Ja. Merkel muss weg! 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 This woman is our country! This woman is insane! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Ist der ohne Lebensmittel los von der Bus oder was, dass du in Berlin am Lebensmittel gehen müsst? Ruth Müller von der SPD-Landtagsabgeordneten. Was denken Sie, warum macht der Herr Dreyer so langsam? Er will ein Zeichen setzen, das ist mir schon klar, aber ich finde es unterirdisch, dass die Flüchtlinge so instrumentalisiert werden. Warum machen die das mit? Weil sie wahrscheinlich gar nicht wussten oder wussten heute früh, um was es geht. Ist meine Einschätzung. Es sind 31 in den Bus eingestiegen und wissen eigentlich gar nicht, um was es genau geht, wie sie eigentlich benutzt werden, um Politik zu machen. Sie
schmeiß ich sie raus. Ja, ich weiß auch. Wir machen mal. Das sind wir ein Dorf. Ja, was, warum machen Sie mir das ins Gesicht? Kann ich doch gar nicht. Ja, aber war doch eine Antifa-Freie. Ich möchte Ihnen sagen, ich finde es wunderschön immer wieder in Bayern. Und darum, ich bin auch für die Freien Wähler, da ist ein. Ist so außerdem. Ich hätte Ihnen erst mal sagen, ob er mein Freund. Sie sind da wegen der Grünen Woche wahrscheinlich, aber nein, Sie sind da natürlich wegen dem Bus, der heute angekommen ist. Wie finden Sie die Aktion? Ich bin tatsächlich da wegen der Grünen Woche, aber wenn so eine Aktion stattfindet, dann muss ich hier natürlich auch Flagge zeigen. Ich finde das ganz toll, dass die bayerische Kommunalpolitik jetzt mal sagt, wir funktionieren nicht länger, weil sonst entsteht der Eindruck, das geht hier alles so weiter und wir haben nicht wirklich Probleme. Bravo! So ist es richtig. Sie haben das, die beste Sache nach Orban war es das Beste, was passiert. Bernhard Kohl. Sie sind von AfD. Ja, bitte. Hallo. Freie Wähler. Mitglied des Bayerischen Landtags. Ja, ja. Schönen Gruß an Alf Niedermayer. Nein! Das war mein früherer Kollege. Merkel resign! Bravo, Herr Breitner! Bravo, hat Dreier! Hallo, auf die Rückantwort dieser Pension, weil das, was uns hier von Berlin aus angeboten wird, nicht menschenwürdig ist. Das ist eine Notunterkunft und das wäre für eine Nacht vielleicht zum Überbrücken. Aber wir versuchen jetzt eine Pension, die sich ja bereits mit uns in Kontakt gesetzt hat. Die prüfen gerade, wie viel sie unterbringen können und ob sie weitere Plätze haben. Wie hätte diese Notunterkunft dann ausgeschaut? Was? Die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht, aber so wie es mir beschrieben worden ist, eine Wärme. Und das ist aus den Schilderungen weg, praktisch abgelehnt. Richtig. Ja. Herr Dreif, wir haben auch noch eine Frage. Ist es richtig, dass Sie gar nicht im Vorfeld sich darum gekümmert haben, wo die Flüchtlinge denn über Nacht bleiben werden? Ich kann ja jetzt in Berlin nicht Wohnungen akquirieren, sondern ich habe ja auf der Fahrt und auch gefordert, ich erwarte schon, dass diese Menschen auch menschenwürdig untergebracht werden. Aber hätten Sie sich darum nicht kümmern müssen im Vorfeld? Sie haben die ja mitgebracht. Nein, das hätte ich nicht machen müssen. Diese Menschen müsste ich ja normalerweise raus auf die Straße setzen, weil sie anerkannte Flüchtlinge sind. Dann sind sie obdachlos, dann sitzen sie auf der Straße, dann haben sie keine Wohnung. Das ist ja das große Problem, das wir haben. Und auf das möchte ich aufmerksam machen, dass wir keinen Wohnraum haben, dass wir dringend Wohnraum brauchen. Und das ist unser großes Problem. Ich lasse diese sogenannten Fehlbelege in unseren Einrichtungen. Gleichzeitig fehlen uns aber Plätze für Neuzugänge. Gibt es hier Interviews gleich noch auch? Kommen die nochmal raus auf Flüchtlinge? Gibt es eine Chance, dass wir mit denen reden können oder ist das nicht vorgesehen? Nein, es ist eigentlich nicht vorgesehen, weil wir dann gleich nach Möglichkeit die unterbringen. Ja. Danke. Ja. Ja.
Was ist Ihre Prognose? Wie wird der Abend enden? Was glauben Sie? Der Abend wird jetzt dann enden, dass wir jetzt zunächst selber versuchen, eine vernünftige Unterkunft zu bekommen für diese Flüchtlinge. Und ich werde dann den Ende wieder antreten, weil ich ja morgen wieder Dienst habe. Warum darfst du denn das jetzt? Weil jetzt gerade der Kontakt mit dieser Funktion hergestellt wird. Der Senat hat eine Notunterkunft organisiert und das ist für mich nicht akzeptabel. Achso, deswegen wird jetzt nochmal eine andere. Oder? Von unserer Seite. Achso, wie viele Flüchtlinge waren es jetzt genau? 31? Also das, was der Senat wollte, war eben nicht recht, weil das nicht gut ist. Das ist eine Notunterbringung, wenn man sagt, okay, wir drücken noch diese Nacht, aber das ist kein Garten. Ja, für die Nacht würde es gehen. Für die Nacht würde es vielleicht auch noch gehen. Achso, aber jetzt ist eigentlich ja der Senat für die nächste Nacht gar nicht zuständig, sondern die nächste. Ist das eine kommunale Aufgabe? Ja, genau. Aber jetzt wird im Augenblick noch diskutiert. Marina Gaub, RTL, darf ich Ihnen auch noch ein paar Fragen stellen? Hätten Sie mit diesen Medienhype hier gerechnet? Nein, mit denen habe ich nicht gerechnet, weil ich im Grunde eigentlich gesagt habe, ich möchte die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung darauf aufmerksam machen und Zeichen setzen, wie die Situation tatsächlich ist mit der Unterbringung und dass dringendst Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss. Diese beiden Botschaften möchte ich mit diesem Zeichen auch rüberbringen. Glauben Sie, dass Sie das erreicht haben? Ja, das wird sich beweisen, das wird sich herausstellen. Und ich hoffe es, dass endlich so ein Zeichen auch Wirkung bringt. Es ist traurig und es ist schade, dass beispielsweise solche Ereignisse wie in der Silvesternacht auch erst zum Umdenken führen, dass erst immer was passieren muss bei uns, bis Reaktionen, bis Maßnahmen ergriffen werden. Ich erinnere nur, an Asylpakt 2 ist bis heute noch nicht in die Tat umgesetzt. Wir spüren unten auf der kommunalen Ebene bis dato noch nichts. Was können Sie über die Insassen sozusagen sagen? Wer ist, sind 31 Männer, auch Frauen? Nein, 31 Männer. Und welchen Status haben Sie zurzeit? Es sind anerkannte Asylbewerber, in unserem Sprachgebrauch Fehlbeleger. Die haben freie Wohnsitzwahl in der ganzen Bundesrepublik. Und wir nennen sie Fehlbeleger. Ich lasse die immer noch in den Einrichtungen drin, wie andere Kollegen auch. Aber das Problem ist, dass sie rechtlich eigentlich raus müssten. Und dann sind sie obdachlos. Und das ist das Problem, fehlender Wohnraum. Wir lassen sie drin, weil sie sonst bei der Gemeinde als Obdachlose aufschlagen. Und ich kann ja die kommunale Familie nicht zerreißen. Und es ist schon gar kein Thema für die kommunale Familie, das alles zu lösen. Wie geht es denn heute Nacht für die 31 Männer weiter? Ja, da sind wir jetzt gerade am Revieren für eine vernünftige Unterbringung einer Pension, wo sie dann auch ein bisschen auf Dauer bleiben könnten. Und, oder andere Unterkünfte. Das wird gerade eben geklärt. Man hört jetzt aber auch bei uns in der Presse, dass die 31 Männer gar nicht aussteigen wollen, sondern zurück nach Land wollen. Nein, die haben natürlich... Nein, ach so. Zum einen haben sie natürlich jetzt irgendwo Respekt vor diesem Presseauflauf, das ist auch klar. Da sind sie auch überfordert. Das muss man auch verstehen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf das Ganze und Verständnis haben dafür und bitte auch um Verständnis dafür. Zum anderen... wollen diese Flüchtlinge, sie haben sich gefreut auf diese Großstadt. Andere Flüchtlinge wollten eigentlich in andere Städte und so weiter. Sie wollen im Grunde eigentlich weg und in große Städte. Nur wenn sie merken, dass sie nicht menschenwürdige Unterkünfte finden, dann würden sie lieber wieder in diese dezentralen Unterkünfte zurückgehen. Nur geht das halt auch auf Dauer. Aber Sie haben heute Nacht auf jeden Fall eine Unterkunft. Wir sorgen dafür auf alle Fälle, dass das funktioniert. Das habe ich auch im Vorfeld bereits gesagt. Wir kümmern uns. Dankeschön. Aber was ist denn gerade die Debatte? Das ist keine Debatte, sondern es wird gewartet auf den Rückruf dieser Konsequenz.
eine Pension, ja. Als ein Hotel, das angemietet wird. Ich kenne es nicht, aber ja. Die haben sich mit uns im Vorfeld schon mal gesetzt. Aber geht es jetzt nur um eine Nacht, die denen angeboten wird? Nein, wenn sie wenn diese Unterkünfte dann auch zusagen und. Scheiße, sie rein. Weg rein in den Bus. Oder vielleicht, manche haben mir schon gesagt, sie würden gerne nach Hamburg oder sonst wo. Aber dann auf eigene Faust. Okay. Denn ich kann mir vorstellen, ich meine, bis jetzt hatten die Leute ein Dach über dem Kopf und jetzt wird ihnen nur eine Nacht angeboten. Oder ist es doch ganz klar, dass sie also jetzt das kann man nicht sagen. Das schauen wir schon. Und wissen Sie, wann es weitergeht jetzt? Also wie lange das jetzt? Wir haben jetzt, ich habe jetzt vor 20 Minuten, habe ich also ungefähr eine Stunde gesagt, dass es wird. Was ist jetzt dran? Dann wissen wir doch, wie schnell es ist. Aha. Ich hatte früher auch.